Hey Leute, herzlich willkommen zu dieser Runde Dota 2, dieses Mal mit Spectre auf der Safe Lane. Es gibt ein großes Problem beim Gegnerteam, welches mir hier gerade ins Auge sticht, und das ist der Lycan. Lycan kontert Spectre enorm stark. Er macht einfach Wolfform, schnappt sich ein paar Creeps, am Ende mit seinem Helm dann auch den Ancient und rennt auf mich rauf. Und dagegen kann ich eigentlich nicht viel machen. Es wird sogar schon in der Lane schwer, den ersten Phase-Shift zu überleben und so. Aber wir sind ja nicht alleine. Wir haben eigentlich einen Treant dabei. Jetzt gerade noch nach oben marschiert. Also ich denke mal, der kommt noch runter und hilft mir ein wenig. Außerdem probieren wir unser 6-Mango-Superbild, was ich gesehen habe in der DPC. Und kaufen dann straight eine Blade Mail danach. Ich glaube, das ist sehr, sehr stark. Das ist hier eigentlich gar nicht so geil. Ich möchte nicht unbedingt mit einer Spectre diese Rune alleine bewachen. Weil ich nicht so viele Möglichkeiten habe, wegzukommen, wenn sie mich ganken. Aber ich habe Dispersion, ich habe viel Regeneration und wenn ich will, habe ich auch einen Spectral Dagger anstatt der Dispersion. Also, ich versuche es zumindest. Und eventuell kommen sie ja hier nur zu zweit oder sogar gar nicht, stehen nur da. Was war eigentlich früher in Dota los, als es keine Bounties gab zu Beginn des Spiels? Ich glaube, die Runen, die normalen, sind früher gespawnt. Es gab ja noch keine Bounty-Runen. Aber ich glaube, ich denke einfach nicht viel. Es war viel entspannter vor allem. Bisschen warden, bisschen smoken, sowas. Und ja, gut, dass ich hin bin. Der Lycan ist zu spät gekommen. Es ist der Lycan auf der Lane, der Befürchtete. Mit Spectre ist es halt auch immer so eine Sache. Wir wollen nur den ein oder anderen kleinen Last-Hit bekommen. Wir wollen, dass unser Team First Blood auf anderen Lanes macht. Denn das ist wichtig. Und ich darf nicht zu viel erwarten. Treant Spectre ist nicht die stärkste Lane. Wir sind Doppel-Melee. Er ist natürlich kein schlechter Support. Aber gegen Hoodwink wird es hart für ihn. Hoodwink ist ziemlich sneaky unterwegs. Und ich mache natürlich auch deutlich weniger Auto-Attack-Damage. Als Lycan wollte ich gerade sagen, aber Lycan macht auch sehr wenig. Auch nur 52. Ich ziehe die mal nicht in den Tower. Ah, doch, okay. Es ist geschehen. Hätte ich vielleicht wollten sollen, ja. Leider nicht den Range Creep, aber den anderen. Ne. Jetzt gehen wir das Persian auf 1. Ich sollte wahrscheinlich hier öfter Quelling benutzen, wegen Bushwack. Bisschen die Bäume freimachen. Andererseits profitiert ja auch der Tree von Bäumen, also lasse ich es eventuell doch. Jetzt kommt das so ein bisschen, der schickt jetzt einfach irgendwas auf mich rauf. Noch kann ich natürlich dagegen halten, das ist noch ein früher Level. Die Wölfe geben auch immer ein bisschen Kohle. Wir hatten Orb of Venom. Ah, einen habe ich ihm aufgehalten. Sehr läuft es besser, als ich dachte. Vor allem, weil der Tree die Hoodwink noch ein bisschen beschäftigen konnte. Und ey, weil ich einfach so viel Mangos habe. Gucken, ob ich überhaupt Tangos brauche. Reimt sich nicht umsonst. Vor allem ist es angenehm, dass Lycan einfach ähnlich wenig Auto-Attack-Damage wie ich hat. Ich glaube, hier war es richtig, keine Mango auszugeben. Oh, ich habe beide Last Hits versaut. Ach. Peinlich, peinlich. Holen wir als erstes Broadsword. Für ein bisschen mehr Damage. Meine Mango ist raus, aber für den Damage lohnt das, denke ich. Oh oh. Das war nicht schlecht von der Hoodwink. Ich darf den nicht verwenden. Ich will eigentlich meine Tangos dann. Ich will keine Tangos kaufen müssen. Also die Mangos ein bisschen sparen. Aber wer kann in so einer Situation widerstehen? Das ist das Broadsword. Nein, geht's echt noch. Ich weiß halt nicht so ganz, was ich gegen Wolfform später machen soll. Gegen Shapeshift. Der Ping habe ich nicht ganz verstanden, noch so wegen dem Pull. Ich dachte schon, er will goen, aber ich weiß nicht wie hier. Ah, mit Dispersion geholt. Ah, ich dachte, er macht einen Tree. Ich mit Quelling Blade reagieren können. Nice. Haben wir sogar gelassen.
keine Mango gebraucht. Demnächst werde ich sie wahrscheinlich verwenden müssen. Habe ich die nicht beide? Ah, ich habe es versaut. Da hätte ich natürlich den Flaggencreep nehmen sollen. Ich glaube, er ist extra für den Flaggencreep da geblieben. Ja, das ist unangenehm. Aber ich habe die zwei Range bekommen. Tja, also, die Panik war unberechtigt. Also, was darf man nicht zu früh sagen? Sowas darf man nicht zu früh sagen. Ja, ich glaube, dass die Hoodwink irgendwie anstrengender wird für mich. Aber die machen mir einfach keinen Schaden mit der Sechsfach-Mango. Fünffach jetzt nur noch. Ich glaube, ich lasse ihn da tatsächlich sterben. Ah, doch nicht. Er hat so lange tankt, dann helfen wir ihm ordentlich mit einer Mango. Er hat sich die Mango verdient. Hohe Konzentration und alle bekommen. Das heißt, wir haben gleich die Blade Mail. Bisschen komisch vor den Boots, aber wieso nicht, ne? Wir sind eben mega tanky, wir skillen Dispersion weiter hoch. Ich will das immer Retaliate nennen, die Fähigkeit von Send. Ist ja auch recht ähnlich. Nur Quelling gespammt, falls die Hoodwink da was probiert und mich festbindet. Ja, ich denke, es war richtig, die Trees zu lassen für den Roof. Tree and Protector. Aber wenn er nicht da ist und die Lane hier hinten steht, merkt man direkt, ne, kriege ich meinen letzten Blade Mail Fitzel irgendwie sofort nicht mehr zusammen. Ist so geil, wie gefeit ich einfach gegen Wölfe bin. Mit der Blade Mail wird es noch krasser. Am besten jetzt nicht mehr kämpfen vor der Blade Mail, denke ich mal. Einfach weiter aufs Last Hitten konzentrieren. Haben die Break, die Gegner? Ja. Lesher könnte sehr anstrengend für mich werden. Meine Blade Mail ist natürlich gut gegen Lesh, aber Magic Damage, High Armor. Hab hier, ah, ich habe auch nicht so wenig Leben, je nachdem, was ich kaufe. Alter. Jetzt gehen wir Desolate auf 1, Value Punkt für die Situation hier. Nicht vor der Blade Mail kämpfen. Ja. Vielleicht schaffen können, den zu quälen. Wieder gut eingehalten, meine Vorsätze. Ich freue mich schon, wenn ich Boots habe. Es ist ungewohnt für mich, so lange keine zu besitzen. Ja, mein einer Mango-Stack ist gleich leer. Das ist wohl kein Problem, denke ich. Jetzt werde ich hier sehr aggressiv stehen. Schön, Blade Mail, ja, ja. Ja, ja. Na, na? Was willst du machen? Hätte ich jetzt noch eine. Ich nehme mal noch eine Clarity mit. Mein Tree ist weg. Der ist Mitte gegangen. Hat da irgendwie geholfen oder so. Hat Bounties gesammelt. Also, ich muss jetzt mich damit begnügen, was ich habe. Ich würde jetzt gerne weiterfarmen, ne, weil mein Start so gut war. Und dass ich hier so ein bisschen gesaunt werde, ist bitter, weil die Hoodwink heilt sich gerade. Die kommt dann zurück. Und dann wird es wieder schwierig. Oh, da ist schon wieder hier. Mist, nicht gesehen. Genau, wo ich weg bin mit der Kamera. Hat kein gutes Clarity Timing. Mal so, ich brauche jetzt eh kein Horn. Schwache Blade Mail, als ob er mich da angreift. Oh, ich war zu langsam. Belling auf meinen anderen Hotkey gehabt. Da war die Chance. Verdammt. Ihr merkt, ich bin hochkonzentriert. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie fällt mir das Last Hitten schwer. Also es funktioniert, ne? Alles ist gut, aber ich muss mich darauf konzentrieren. Vielleicht sind es die Wölfe oder so. Ich spiele auch einfach extrem ungern gegen Hoodwink. Wir kaufen Power Treads als nächstes. Schnell, schnell, schnell hier. Ich glaube, ich brauche...
Wahrscheinlich brauche ich noch eine Clarity. Natürlich wäre so ein Mana-Region-Item jetzt ganz nice. Fairy's Trinket hilft so ein bisschen, aber sollte ich wahrscheinlich dann eigentlich dem SF geben. Zumindest sobald ich was anderes finde. Ah, ich liefere dir jetzt einfach die Power Threads. Tree ist wieder weg. Ich werde unten nicht mehr stehen, glaube ich. Gehen wir uns zufrieden. Ah, da kommt der Leitner mit gut ins Spiel jetzt wieder, aber der hat seinen Helm eh bald, seinen ersten. Und keine Ahnung, ich sehe mich da einfach nur vernichtet werden. Das ist schon mal nicht so schlecht. Also ist nicht gut, aber ich kann mich damit ein bisschen heilen gleich. Die sind so dumm, die Dinger. Gerade wenn man woanders zum Beispiel guckt oder so. Schaden schön verteilen. Und die einen dann stunnen, die Golems. Ich hasse das. Jetzt gehen wir Haunt. Das war sehr lieb von ihm. Die TP da ein. Bisschen uneffizient, aber. Also, ist natürlich sehr effizient, was Farm angeht. Ich hätte nur nicht noch die Steps machen sollen, nicht so lange zögern sollen. Ah, bitte. Ich guck gerade, ob ich damit taunten kann. Aber er ist ein Shapeshift. Ist gerootet. Ah, oh, das war doch nicht schlecht. Na, lässt er mir die Wave? Mal sehen. Nope. Ah? Er lässt mir ein. Ich brauche irgendwie keine Surf mehr, ne? Wieso habe ich die gekauft? War ziemlich scheiße. Ich würde ungern Triangle eigentlich fahren, weil die Hoodwink zornt mich. Und ich möchte mich jetzt auch nicht, obwohl die nur Level 4 ist, mit der anlegen. Okay. Ja, nee. Nee, nee. Oh, das ist besser. Was finde ich denn hier alles Feines? Eine Pickpole. Jetzt habe ich die da liegen lassen. Toll. Das, wahrscheinlich hätte ich einfach stacken sollen, schnell. Aber so gut bin ich jetzt auch nicht im Stack-Farm. Also, naja. Ich will gerade, ob ich noch einen Magic One kaufe. Ich denke nicht. Wir gehen Agar, kaufen Blade of Alacrity. Noch eine Clarity. Mir fehlt mein Falkenblade so sehr. Ich vermisse das. Ich wollte den Großen hier raussnipen, auch wenn es nicht so viel Value für Dispersion und so gibt. Ah, ich brauche noch einen TP. Eher zwei. Ich wollte Mitte farmen. Ich habe sehr darauf gehofft, dass jetzt keiner die rauspusht. Das Ding ist, der SF, der wird vielleicht Mitte TPen. Ne? Und das ist auch hart für ihn, dass ich jetzt hier hingehe. Aber als Spectre muss man so spielen, glaube ich. Eine Wave kann ich noch machen. Mit Horn können wir leider gerade nicht helfen. Den kriege ich auch nicht mehr vernichtet. Hoodwing coming top. Probieren wir hier schnell zu sein. Da ist er, die wollte mein Kurier. Er hat noch keinen Bloodstone. Die ist schon nervig, die will halt stressen. Das ist hier eines großes Ziel. Wahrscheinlich hat sie da auch gewordet, keine Ahnung. Nur Jakiro verloren. Unten ist recht viel Farm, den werde ich als nächstes nehmen. Ja, ich gehe runter, ich gehe runter. Nicht irgendwelche Spirenzien, nicht mit Spectre. Wir gehen runter, holen hier den Farm. Aber wenn ich wieder Haunt habe, dann bin ich auch bereit. Da schließe ich mich gern mal zu einem kleinen Kaffeekränzchen an. Fleißig weitermachen. Wenn wir Agar haben, gehe ich auf jeden Fall Manta. Das ist schon mal klar. Und danach weiß ich noch gar nicht. Hex finde ich geil. So, ne? Da sind wir halt recht squishy, aber wir haben enormes Killpotenzial. Und hier kann ich nicht weiter. Der Lightning killt mich einfach. Ich habe kein TP. Soll heißen, wir müssen zurück. Welchen Helm hat er? Den ersten erst, ne? Ja, ja. Zweite kommt noch. Kaufen wir erst die Ogre Eggs. Und dann, glaube ich, Point Booster als nächstes. Bisschen laufe ich ihm rein, dem SF, aber er ist so ein besserer, so ein effizienter Farmer im Vergleich zu mir.
Der SF hat seinen TP abgebrochen. Das hat mich ein wenig gejuckt, muss ich gestehen. Nee. Nee. Das war ein, ja, ein Wasted Taunt. Ich sag's, wie es ist. Ich will mich jetzt da auch gar nicht rausreden. Ich dachte halt, der SF jumpt, wir jumpen, ich gebe ihm Vision. Nope. Er kann ja auch nicht wissen, dass ich da haunte. Und ich habe auch erst, nachdem er abgebrochen hat, gehauntet. Also, war schon mein Fehler. Nehmen wir die Attribute hier. Das Resultat, ich kann nur helfen oben, wenn ich TP'e. Und das will ich eigentlich nicht. Ich will aufpassen, dass der Lycan hier nicht weiter pusht, natürlich. Also es ist nicht schlecht, die Wave rauszupushen, damit unser Tier 2 nicht beschädigt wird. Die Gegner wissen, wir haben keinen Haunt. Ich habe wieder TP, also der Lycan. Okay, Lycan ist eh oben. Naja, ich könnte TP'en. Brech's ab. Ha! Ich habe ihn zurückgehalten. Ich habe ein kleines Manöver. Es war nicht schlecht, der Raider ist kurz stehen geblieben. Keine Ahnung, ob es mein Team rettet. Wie ich auch einfach nicht Threat swappe, ne? Ich lerne den Helden ja. Bin ja kein Spectre-Spieler, ich lerne doch. Okay, Lycan ist gestorben. Ich brauche unbedingt einen TP. Aber ich hole mal nur eins. Gank nehme ich jetzt hier? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Nee. Boah, das ist genau das richtige Positioning, hier jetzt zu stehen und nicht im Wald zurückzukehren. Ja, bis der Lycan respawnt, kann ich das hier noch machen, denke ich. Und dann gehen wir schnell. Ja. Hm. Nicht schlecht von der Hoodwink, wenn sie da ganz schnell sind, aber nee, nee, nee. Der Lycan ist ja jetzt erst gerade respawnt. Schon. Wir haben gleich Agar. Bin richtig glücklich, dass wir den Tower da gekriegt haben. Es wird dem Lycan seine Bottom Lane Split Push Allüren etwas erschweren. Der immer noch nicht seinen Superheld, Superhelm hat. Superheld ist er auch nicht. Maximaler Flame von Henry, du bist kein Superheld. Mm, das war scheiße da oben, aber es sind nur Supports, die down gegangen sind. Oh, und wir sind above average. Wir haben echt recht viel Farm, scheinbar. Kommt nicht so vor, aber Spectre ist eben auch kein guter Farmer. Ja, if she comes, we can try it. Ich meinte mit Shi den Lashrock, ich weiß nicht, warum ich ihn verabschiedet habe. Der benutzt nie seinen Kram. Sein Bäumchen. Der lässt mich immer an Außenbäumen, das ist voll unfair. Und Level 2. Oh. Ich weiß nicht, da bringt halt Horn nichts. Aber ey, der SF ist irgendwie rausgekommen. Es war schon nice vom Tree. Was für ein Arrow. Let me dagger him, please. Possible. Nice job. Richtig krass, dass unten nur der Tree gestorben ist. Richtig gut für uns. Der Canring macht sich gerade noch bezahlt. Ich glaube, ich behalte den erstmal. Könnte hier nach wie vor mit Horn rein, aber jetzt ist gerade Agar unterwegs, also wird wahrscheinlich Sinn machen, noch ein bisschen zu warten. Ich nutze mal meine Blade Mail nicht zum Pushen. Und kein Dagger oder so. Und der Kiro ist noch da. Na komm, was kostet die Welt? Als ob ich jetzt sterbe. Split Push Spectre. Also ich werde jetzt diese Wave nicht mehr farmen. Vielleicht würde das sogar gehen, aber... Obwohl, Oldwink ist unten. Und nicht nur sie. Jetzt hat der Jakiro sich gegönnt, das Camp. So, jetzt gehen wir aber wirklich nicht weiter. Nein. Nicht noch einmal. Ich weiß, ihr habt Lust, dass sie da oben weiterfahren. Ich sehe es doch in euren Augen. Lycan hat immer noch nicht Superhelm. Ich
gucke jetzt die ganze Zeit und in der Sekunde, wo ich einmal nicht gucke, wird das haben und ich werde davon überrascht sein. Da kommt ein Ancient um die Ecke und prügelt mich tot. Krasser Kill. Nicht das Tier 2, was ich will. Ging jetzt in die Mitte. Noch ein Blade of Alacrity geholt. Ich hatte gedacht, wenn ich Agar habe, finde ich mehr Optionen mit Shadow Step. Wahrscheinlich auf die Hoodwink, ne? Da hätte ich einmal jumpen können gerade, aber. Ansonsten. So, Rubik hier. Kann aber ich klauen von mir aus. Hey, wieso komme ich nicht mehr zurück? Hau rein. Ich war mir nicht sicher, ob ich da noch bleiben sollte, trotz Horn. Zwar ein bisschen. Ich glaube, ich wäre gestorben. Ich wollte zurück in meine Illu nach dem Shadow Step. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Wahrscheinlich habe ich es einfach irgendwie falsch gemacht. Oder ich war zu langsam. Ich wollte nur kurz den Kill. Das war natürlich wieder nice, weil wir da nicht gestorben sind. Ich dachte mir, wenn ich da jetzt sterbe, ne? Ich bin auch ziemlich sicher, dass es gut war, nicht reinzugehen mehr. Na, ist mein Kuri gestorben. Bisschen aufs Yasha warten. Into Base, um es zu holen. Aber mach noch die Wave hier. Jetzt haben wir keinen Shadow Step. Ah, so gut. Bleibt mir einfach nur präventiv, falls die Gegner committen. Und mich derselbe oder so da. Shadow Step ist krank. Schöner Arrow. Richtig kranker Arrow. Sick Arrow, man. Nice. Machen wir mal loben. Ich finde, wenn Leute richtig gute Plays machen, ey, freuen die sich auch, wenn man sie lobt. Und das ist ja auch berechtigt. Nee. Du Schwein, du. Oh nee, war voll nett von ihm. Du kleine Sau. Okay. Killverteilung ist super, also dass unsere Supports für uns sterben, ist ja der Hammer. Nehmen wir Schaden mit Desolate, gerade mit Manta zusammen. Desolate auf 4. Und gönnen uns diesen Turm. Ja, ja, ja. Was ist mein nächster Step? Ich merke, ich bin nicht so eingespielt mit Spectre. Das will ich nicht nehmen, die Zauberreichweite. Die beiden sind auch Quark. Should we give Growth Bow to Shadowfiend? Man geht halt auf Spell Damage, ne? Aber es schon macht ja auch Magieresistenzgegner geringer. Ups. Oh nein. Oh, na, Kühler. Weg da. Mitte geht, glaube ich, der SF. Obwohl, er braucht hier noch ein bisschen. Er hat fast BKB. Er braucht da noch Arcane Link. Ich bin sehr froh, dass er Magic Damage geht, weil wir haben ja eine Spectre, ne? So physisch und Schaden. Und Late Game und alles. Und der gibt super viel Utility, super viel Teamfight. Ich hoffe, ihr wart nicht allzu getriggert, dass ich den Kurier 3 Jahre nicht verwendet habe. Hier werde ich nicht reinsteppen. Die haben ja, wenn ich das richtig sehe, hier einfach kein so starkes Late Game wie wir. Ich hoffe, ich verschätze mich nicht. Also, ich weiß, dass Spectre stark ist im Late Game. Aber ich bin einfach nicht so der Spectre-Spieler und ich kenne das Bild nicht so gut, was ihr Late Game-Potenzial angeht. Ja, sagen wir es mal so. Ich bin optimistisch. Wir werden dann. Ich glaube, wir gehen Skadi und dann erst Hex. Hex ist zwar sehr nice, aber Skadi ist super gegen Bloodstone von Leshrac. Und mit dem Bild, mit der Blade Mail und so, habe ich das Gefühl, noch mehr Tankiness ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Bei Blade Mail, BKB werde ich nicht gehen. Glaube ich. Erstmal zumindest. Der hat mich jetzt wirklich getroffen, aber ich bin doch extra ausgewichen. Hä? Ich könnte hier schon steppen. Ich will gerade noch ganz flicks
meinen Manta schnappen. Ah, ich wollte es dodgen mit Blademail. Mit Manta. Mal wieder falsch. Hat nicht gereicht. Ich habe wirklich noch den 4 gedodged vom Rubik. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er es erfüllt hat. Ich habe den 4 gedodged, aber er hat mich noch am Rand getroffen. Und dann war ich trotzdem tot, trotz Hornjump. Davor habe ich es versaut. Okay, es war das erste Mal, dass ich mit Manta gespielt habe. Es passiert mir nicht nochmal. Oder das Spiel ist jetzt vorbei. Mal gucken. Davor habe ich es versaut, auf jeden Fall. Was habe ich gemacht? Ich bin rein. Also, das war natürlich furchtbar, dass er SF-Ulti hatte. Ja, genau. Ich bin rein und habe nicht mit Manta Pit Earth gedodged. Und nicht Blade mehr lang gemacht. Na. Das war der Fail. Dann stand ich da und dann habe ich den zweiten Fail gemacht zu chasen, um mein Damage-Potenzial irgendwie doch noch auszunutzen. Das hätte ich auch nicht machen müssen. Weil wenn die Gegner dann so einen Turn haben mit dem Rubik, dann wird es schwierig. Der Dodge am Ende fand ich, der war nice, aber er war zu spät und zu wenig. Und dann stand ich natürlich auch auf Position. I can jump in when I respawn in 5 seconds. I think we can try something. If you survive. Easy. Oh, ich hab mich ausgewichen. Nice. Oh, so gut. Wir haben was Gutes geschafft. Wir haben was Gutes geschafft. Oh mein Gott. Ich bin echt geärgert über den Kampf. Hartes Spiel jetzt geworden. Ich glaube, ich. Kann ich hier mit Manta farmen? Ah, ich habe gleich wieder Shadow Step. Das Gefühl ist, es ist besser, kurz mal Manta zu behalten. Was kaufen wir? Ah ja, ich hatte Skadi gesagt. Okay, wir gehen erstmal Skadi. Skadi Hex. Skadi Abyssal auch nicht so schlecht, aber ich glaube, ich gehe Skadi Hex. Nice. Jakiro hat sogar überlebt mit einem edlen Force-Staff. Diese Shit-Ulti, Mann. Richtig getriggert davon. Oh oh. Ich hatte wirklich gedacht, der Lycan killt mich einfach manchmal, indem er mich zu Tode läuft. Aber es passiert gar nicht. Bisher. I don't have much. Bitte, bitte. Oh. Wichtig. Sehr wichtig. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen was zur Verfügung. Oh. Ich gehe mal Base. Auch wenn ich mir eine Clarity geholt habe. Wir nehmen ihr Leben, auf jeden Fall. I do have Haunt. Glücksbranch ist weg. Ich hätte schon Bock auf einen kleinen Kampf, aber wir haben BKB-Cooldown. Und Requiem-Cooldown. Wie stark Shadow Step einfach ist. Ich werde mal Roche scannen. Habe ich zu viel vom Team gewollt? Der SF kommt halt gleich. Kriegen wir die Woodwink wenigstens? Wahrscheinlich so. Wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's! What? No! Nein, er hat mich. Wir müssen zurück, der killt mich, der killt mich. Oh! Oh, die Creeps! Nein! Neges wäre schön. Oh mein Gott, I'm so bad.
Oh, ich hab's vergessen. Der hat eine Fähigkeit, Mann. Ich dachte, ich bin safe. Ich war safe, ich war safe. Ich habe vergessen, dass das Ding ein Dings hat. Ich dachte, das hat einen Buff. Ich dachte, das hat einen Buff für Attack Damage irgendwie. Der Attack Damage erhöht. Nett vom Tyrion, mich da nicht tot zu flamen. Ah, Mann! Das war so ein geil gespielter Kampf, oder? Eigentlich. Könnte man Buyback Shadow Step fast machen für. Aber mache ich nicht. Ah, oh, es war so ein guter gespielter Kampf. Ich habe Roche vereidelt. Komplett. Dann hat der Kiro mir Aegis geklaut. Aber alles egal, der Witchblade Kiro. Alles egal, denn ich komme raus mit 3 AP. Halt die in und ach und mach und hier und links und rechts. Und dann killt mich das. Was war denn das? Hier. Das dachte ich, hat der. Der hat 2, der hat auch noch Slam. Wissenslücke. Ich werde das nie wieder vergessen. Nehmen wir es als Learning Experience. Ach, Mann, 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 ey. Alles war so gut, dann kommt die Rüstung. Ich habe mich so safe gefühlt, da zu tippen. Ja? Also nicht Zeit zu verschwenden, weiter in den Wald zu laufen. Dann gibt's. Der kommt ganz stumpf, slammt er dann einfach. Warum hat er denn Slam? Warum ist Dota so kompliziert? Wir haben ihn Aegis geklaut, das war ganz wichtig. Ich hatte noch überlegt, hier zu kaufen im Secret Shop. Ich dachte aber, ich komme sicher raus. Dadurch habe ich eben auch sehr viel Gold verloren. Das hätte ich den Ultimate Op schon. Komm, kein Follow-up. Oh, diese Ice Passes, Mann. So stark. Ich glaube nicht, dass wir da was kriegen. Ich habe ihnen noch einen Dagger gegeben. Vielleicht schaffen sie es, aber ich bin raus. Okay, sie haben ihn mit Dagger. Nice. Hat sich mein Spectral Dagger noch ausgezahlt. Gleich habe ich Skadi. Das war sehr geil. Ich habe die Splitters gedodged. Die Ice Pass, das war nur super stark. Und hier kann ich, glaube ich, nicht rein. Ist wieder so ein Ding. Ist einfach ein Tick zu tief, wenn ich da reinsteppe, Mann. Ich traue mich auch nicht reinzusteppen und schnell wieder rauszusteppen. Zu unerfahren für den Kram. Schön vom Team gemacht. Schön, schönes Setup. Von den beiden. Und das ist unser Skadi. Jetzt gehen wir runter, farmen die Wave. Ich glaube, ich will immer noch Hex. Als nächstes. Ich Q's zumindest mal. Ist eh ein sehr, sehr starkes Late-Game-Item. Kann ich bessere Neutrals? Nee, ne? Ja. Wir haben noch keine Dreier. Zeit eigentlich, aber nicht wirklich am Jungeln. Kein Shadow Step benutzen dafür. Horn bald wieder da. Mhm. Keine Aegis zu holen. Was können wir sonst machen? Ich glaube, für Objectives sind wir gerade nicht stark genug. Der SF ist halt tot. Oh, you should ult there, for sure. Ja, no problem. Schade. Schöner Eispass. Und Shapeshift ist ausgelaufen. Jetzt habe ich Skadi. Eispass vom Rubik trifft nicht. Okay. Rubik hat Schad. Oh, oh, oh. Nice vom Team. Aber vielleicht sogar auch nice von mir. Der hat, kann ich den töten, habe ich gerade überlegt. Vielleicht. Nicht alleine halt draufjumpen, ne? Setup fürs Team. Oder verwurzelt. Es läuft so gut. Oh, das quatscht den Hut nicht. Ne, quatscht es nicht. Mist. Fuck, ich bin tot. Unfassbar, was für ein Dagger von ihm. Mann, ich TP da raus, ich komme mit Shadow Step in 10 Sekunden wieder rein, der Kampf ist der Hammer. Aber nein, er daggert blind in diese Bäume und findet mich und. Ah, stark gespielt vom Leshrac. Leider gab es da wohl nichts mehr für uns und der Rubik ist anstrengend. Mit seinen ganzen Spells und seinem Shard und so. Zu sicher gefühlt, zu tief gedived, zu viel gewollt, mit einem Lineup, was eher später glänzt.
Ah, wie kriege ich da nicht das TP raus? Ah, warum spielen meine Gegner gut? Warum spielen die gut? Das dürfen sie nicht. Ich nehme doch auf. Wir sind immer noch sehr, sehr stark, aber der Leshrac auch. Leshrac ist jetzt 24. Der Kill hat ihm super viel eingebracht. Der hat danach alles andere auch noch umgelegt. Will ich dennoch Hex? So ein Hard oder so würde mich natürlich noch tankier machen. Hex ist eher so solo. Irgendwie, ich glaube fast, ich sollte Abyssal gehen und nicht Hex hier. Ich stelle mir das so geil vor mit Shadow Step into Hex. Da können halt so Leute wie ein Rubik nicht viel machen. Aber Abyssal macht Ähnliches. Und der Rubik hat sowieso kein defensives Item. Wogegen Hex ist. Hex ist eher gegen sowas wie Lash oder so. Aber ich. Noch ein bisschen mehr HP. Hard und so. So richtig hoch mit den Stats. Gegen den ganzen Magical. Was ist denn mit Mage Slayer? Was ist denn mit Mage Slayer für Bloodthorn? Vielleicht sollte ich das holen. Ich glaube, das hole ich. Die haben so viel Magic Damage. Lash ist ein großes Problem. Wir probieren mal Mage Slayer. Bisschen anderes. Bisschen anderer Versuch. Ist ein Experiment. Ich glaube, es ist gut hier. Ups. Theoretisch sollte ich hier sein. Ich bin natürlich jetzt erst respawned, da komme ich nicht rechtzeitig hin. Aber ich gehe mal schon mal los. In der Hoffnung, dass sie mich da nicht ganken. Die gehen down, das ist ganz gut. Ah, es ist so hype-risky. Wenn sie mich da ganken, ist schon blöd. Like mit seinem Agger nimm's, ey. Ich glaube, das ist ein Agger. Hätte ich wohl doch top gehen sollen. Dachte, das farmt jemand anderes. Muss gehen. Ah, spawnen jede Wave immer zwei Wölfe. Ja, da ist der Lash schon. Ein Mage Slayer für uns. Und dann bauen wir Bloodthorn da draus. Guter Smoke, aber Snow Razor tot. Hinten ist eine Haste. Nehmen wir mal die Haste. Jetzt finden die da wirklich noch Gegner. Shit. Geh jetzt trotzdem zur Haste. Ah, das hätte ich nicht gemacht, natürlich. Hätte ich das gewusst. Den haben wir immerhin. Coming for Lash. I'll be there in 5 seconds. Oh mein Gott, ich habe Vision verloren. Oh, wie unlucky, es war so knapp. Läuft noch eine Weile, aber er wird abgefangen vom SF. Vielleicht geht irgendwas. Er hat noch echt lang Shapeshift, verdammt. Ah, ich hätte den Lashtor gehabt. Wäre ich schneller gewesen mit meinem. Ich hätte es vor seinem Stun wahrscheinlich aktivieren sollen oder so. Hatte ich es da schon? Das war echt knapp, ja, gerade aus der Vision. Ich hätte mit chasen sollen. Auf jeden Fall. Der Lash ist miss. Ist zu risky. Too easy. Hm, 1900. Gott, ist das teuer. Scheinbar behalten wir sehr lange Buyback. Ich will jetzt nicht Orchid kaufen. Dafür irgendwie Blade Mail oder so aufgeben. Nur damit ich. Und dann keinen Buyback dafür haben. Ich hätte gleich Horn. Ich glaube, ich benutze gar kein Horn. Guck mal. Richtig nicer Kill. Schön. Wer hat eigentlich die Rot? Den Glaibnehmer meine ich. Die Mirana. Das ist sehr ausgezahlt im Spiel bisher.
Zu Beginn nutzen, dass wir Shadow Step Mobility haben. Ich dachte, der ist erholt den. Can you take it fast? Ah, okay. I think it's going down. Hoffentlich habe ich ihn nicht in den Tod gelockt. Schaden für Illusionen. Boah, ich glaube, ich nehme Reflexion hier. Ja, klar. Obwohl das andere Teil ist vielleicht einfach insgesamt viel besser. Nee, nee, ziemlich sicher nicht. So viel brauche ich. 860. Hm. Vielleicht sollte ich Rosh checken. Hier gehen wir nicht weiter. Wir haben einfach keine Neutrals. Wir sind schon bei T4 eigentlich. Kalte mich. Oh, der Slow. Oh, da ist er, der Wut. I've Step, Shadowfiend, if you give vision. Kommt echt ein Stunt vom Lashrak. Oder sowas. Ah, oh, nicht gedodged. Aber egal, wir haben den Kill. I can take it later, ja. Yeah. Ich habe nicht genug Slots. Let me FTD. Ja, ja. Can we check Rosh? Wir haben halt kein Lineup, um so richtig zu finishen bei sowas. Ich glaube, Mage Slayer war richtig gut übrigens. Weil der Lash einfach unser Hauptproblem ist bei den Gegnern. Oh, die Mirana ist so eine. So eine Giga-Chadin. Ein Penta-Edged. Von Aquila zu Penta-Edged. Ich werde das jetzt nehmen. Swash up. Identifiziert. Okay, let's go. Kann nicht auf Verbündete steppen, leider. Okay, was hat der Rosh? Shard hat er. Who wants Shard? Mein Shard ist nicht so geil. Am liebsten hätte ich jetzt noch ein Blessing. So dumm, dass man das darum bei nicht findet. Ja. Anstatt Buyback, weil ich. Ja, komm. Anstatt Buyback, weil ich Aegis hab. Was soll denn schief gehen? Ich verliere doch jetzt nicht das Spiel. I think we can take top tier 2 first. Ja, yeah, be careful, guys. All respawned. No, ich habe ja mein Step, also ich versuche das die ganze Zeit schön zu abusen. Ja, die DD für den Rosh war jetzt nicht so super. Vielleicht das jetzt auch nicht der allerbeste DD-Träger. Hätten wir vielleicht irgendwie so ein Bottle machen können oder so. Aber jetzt kann ich eben die Blade Mail noch tragen. Ich glaube, es ist schon ziemlich gut. Und. Ich weiß noch gar nicht, was ich danach hole. Ich denke ein bisschen. Hex ist so stark, aber das ist einfach ein bisschen Spiel, Mann. Gerade jetzt mit der Bloodthorn, dann silence ich und Hexe. Aber wir profitieren dann immerhin noch von den Crits. Ja. Take these two objectives. We can't really fight high ground if we don't win a fight with our lineup. Gem hat er. Der Razor und Refresher, also Doppel-BKB. Der ganze Kram halt. Hm.
Nihilism. Deshalb brauche ich Becher. Aber jetzt gerade kann ich es eh noch nicht tragen, das Item. Ich meine, wir haben ihm Cooldowns gezogen. Ist schon nicht so schlecht, wir haben ja nicht wirklich was investiert. Ich hätte Bloodshorn verwenden sollen. Ja, ein paar Sekunden auf Shadow Step. Zeig mich hier, weil ich hoffe, die irgendwann kommt noch. Ah, zu langsam wieder mit Bloodshorn. Ich aktiviere mal die falschen Sachen zuerst. Aber ich habe ihn geslowt. Mist, ich musste Horn verwenden. I think I can't really join you. I used Horn. Mann, der Lesch war wach. Ist hingegangen. Razor no BKB. Ich jump da jetzt nicht rein, dann geht irgendwas schief. Vielleicht hätte ich da Aegis nutzen sollen, keine Ahnung, vielleicht. Geht auf jeden Fall noch hin, DDD hole ich. I have double damage. Naja. They chase you, we might be able to fight. The prize is mine. Gedutscht. Dinges benutzen. No. Here's no BKB though. I'm going for Lashrak. Oh, der Ice Pass. Fuck. Immerhin ist SF so rausgekommen. Oh, mutiges TP. Aber kommt raus. Ich mach jetzt einen Shadow Step in Defensiven, damit die damit beschäftigt sind und ich nicht blöd abgebrochen werde. Ja. I think I'm going Abyssal. Alpha ist auch nicht schlecht. Tatsächlich wegen Nihilism. I feel like I need Bash. Maybe Nullify is better, but. Jetzt bald ich Buyback, glaube ich. Erstmal nur den Basher tragen. Was ein Spiel, ey. Ich dachte, wir gewinnen jetzt gerade in der Spielstufe, aber. Ist voll hart. Ist voll hart. Er hat gar keinen Nihilism. Doch hat er. Hä? Das ist doch seine Agar-Fähigkeit. Ich sehe keine Agar. Verstehe ich nicht. Hex is great here too, ja. Ich jump halt gerade auch nicht mehr so wirklich den Lash. Ich versuche eher Supports zu ärgern und so. So, aus Erfahrung ist einfach so, sowas Hex und Late Game ist beides sehr, sehr gut. Oh, ich hab einen Tipp bekommen. Hex und Bash ist beides sehr gut. Ein bisschen anstatt Buyback traue ich mich nicht. Ich denke, das wäre hier jetzt tatsächlich Game Losing. Und irgendwie. So richtig krass sind die Requeems bisher nicht gewesen. Also, sie sind krass, aber diese Combo, Arcane Blink, ist busted im Late Game, meiner Meinung nach. Also, Arcane Blink, Requeem mit BKWs ist so stark. Also, ich hoffe, wir spielen es nochmal so richtig. Karma war es schon ziemlich nice. Was ein geiles Spiel auf jeden Fall. Mega spannend. Ich hoffe, ich gewinne. Oh.
Der Druck. The pressure. Wir machen das gemeinsam. Wir bleiben ruhig. Spielen so gut wir können. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ist das besser als Pentaged? Nee. We should give Timeless Relic to Shadowfiend, I think. Or Ninja Gear at least. Da sind Gegner. Unten. Ich hätte ihn fast gejumpt. Aber noch nicht ganz. Hoodwing zum Beispiel, wenn ich wüsste, dass sie allein ist. Ich könnte die töten, aber ich weiß es nicht. Mann. Das kann nicht wahr sein. Was war das denn? Der hat keinen Buyback. Bei 50 Minuten. Das Cooldown. Oh Gott im Himmel. Let some lanes fall, maybe. Sterben sie alle. Ja, vielleicht nicht. Komm, TP raus, du Gott. Oh, das war gut. Schöner Space. Wahrscheinlich sollte ich Refresher gehen auch noch. Keine Ahnung. Jetzt bin ich hier bisher gegangen. Ich glaube, mit Hex wäre es Refresher. Ist der Tree gestorben? Auch kein Buyback. Was ist denn jetzt los? Wieso haben die alle kein Buyback im Late Game? Oh mein Gott. Don't go too far, don't go too far. Oh mein Gott. Yes! Bash ihn, bash ihn, bash die Sau. I can buy back. Oh mein Gott. Alle tot außer mir, Mann. Natürlich hat er wieder Ice Pass von all den Items. Jetzt Chase. Der SF kommt. Okay, ich muss in Terror steppen. Eine Sekunde noch. Unfassbar, Mann. Das ist insane. Mach ich nicht. No, no, no. Mann! Das ist mein Team. Können die nicht kämpfen? No. Oh, was war das für eine Ulti? Ich hab Silence nicht rausbekommen wegen dem perfekten Ice Pass. Unfassbar, wie lange der mich disabled. Ich glaube, das war's. Ja, wurde verwurzelt. Oh! Ah, es ist zu viel. Ich wollte auch nicht mehr rein. Ich wollte nur kurz pushen und gehen. Der SF. Ich suche aus nach Ausreden. Ich habe es glorios verteidigt und dann habe ich es geworfen. Danach. Einfach, warum? Ich weiß nicht. Ich bin echt irgendwie. Ich dachte, ich mache 3 Hits und dann gehe ich. Die SF-Ult und alles. Und dann wollte ich zu viel. Der Leshrac ist einfach gut. Und der Rubik. Meine Fresse, war das anstrengend. Mit seinem blöden Eispass. Keine Ahnung. Hier sollten wir eigentlich gar nicht kämpfen, glaube ich. Eher um die Tier 4s. Vor allen Dingen nicht ohne Buyback, was er immer noch nicht hat. Nein, in 15 Sekunden hat er Buyback. Oh, nice. Richtig guter Kill. Was für ein Kill von meinem Team.
bin so glücklich. Hier sollten wir auf jeden Fall kämpfen. Ist ganz gut, hier zu kämpfen. Absolut perfekter Spot. Wir have Buyback soon, Tree. Buyback soon. We have Buyback. Buyback, Tree. Stirb doch einfach. Yes. Immerhin noch mit Arrays. Leider auch Buyback auf dem Lashrag. Oh nein, sie laufen rein. Sie laufen rein. Sie laufen rein. Das ist es nicht. Das war's. Das schaffen wir nicht. Okay. Das war's. Wir warten auf Backtop Protection. Aber ich denke, das war's. Mann! Ah, mein Team hat's fast gehalten. Aber dann wollten sie viel zu viel. Er hat keinen Buyback mehr. Was tut er denn? Ich glaube, er wurde rausgeführt von dem Rubik. Ja, wir haben verloren, Leute. Wir haben verloren im Late Game mit einer Spectre. Und ich ärgere mich so, dass ich da oben gestorben bin. Aber es ist auch es ist auch so viel gewesen. Und die, wir hatten es verteidigt. Wir hatten es verteidigt. Und dann sterben sie alle hier. Sie sehen ja, der Leshrac buybackt. Und die springen rein. Das Level war, glaube ich, super niedrig. ich ärgere mich voll über diese Niederlage. Aber ich habe sie mir auch verdient. Also ich hätte hier nicht sterben dürfen. Jetzt kann ich Spectre auf jeden Fall besser. War ein Lerneffekt. Ich wollte es mal probieren. Aber auch wirklich, das war, boah, also da waren Misplays am Ende. Alter. Das, die SF-Ult auf dem Highground, wo der Rubik irgendwie schon 8 Jahre weg war. Oder was da weggelaufen ist. Er hat die nicht gecancelt. Alter, die ist so stark eigentlich. Stark gespielt vom Lash. Hat er besser gemacht als ich. Hätte er sich den Sieg verdient. Ah, mega ärgerlich, ey. Absolut geil gespielt vom Rubik auf jeden Fall. War nur, in Anführungszeichen, die waren 3. Das hier war der Liken. Der Liken hat nicht viel gemacht. Wundert mich, dass er Immortal war. Ich fand auch nicht, dass er so super gut gespielt hat. Day hat gut gespielt. Irgendein Smurf. Der Rubik hat viel gemacht. Der SF war wirklich, also, ja, auch nicht so vom Ranking, aber auch allgemein, also das das hat wehgetan. Naja. Wir sehen uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin echt traurig, dass ich diese Partie verloren habe. Ich habe es mir am Ende auf jeden Fall selber zuzuschreiben. Ich habe unterschätzt, wie lang mich der Rubik da hält. Mit 3000 Ice Passes und Liftbacks und so weiter. Und dann hat er ja den Lashkop noch nach vorne geliftet, wodurch ich dachte, ich muss ihm ausweichen und nochmal nach hinten springen und nochmal nach vorne oder so. Und dann hat mich die Hoodwink erwischt. Es ist halt einfach. Es ist halt einfach passiert. So ist Dota. Ich hätte da früher gehen müssen. Ne? Aber ich denke, es hat Spaß gemacht, oder? Es war eine richtig spannende, lange, krasse Runde. Und wir hätten in vielen Momenten den Sieg eigentlich gehabt. Eigentlich die ganze Zeit offenbar waren wir recht weit vorne. So hat sich auch angefühlt, dass wir halt. Also ich meine, Dota Plus ist immer sehr zuträglich zu Spectre. Das heißt, der Graph sollte direkt mal ein bisschen verringert werden. Aber trotzdem, wir waren die ganze Zeit in der guten Position. Wir hatten eigentlich das Late Game, aber dann irgendwie doch nicht, weil die Gegner es einfach mechanisch besser gemacht haben, weil Leshrac Late nicht zu unterschätzen ist. Ja. Und ich glaube auch ganz viel, weil ich zwar sehr stark im Late Game war, aber der Impact vom SF doch sehr, sehr gering war. Er hatte sogar das Timeless am Ende, also Timeless Relic, Arcane Blink, SF Ult, auch wenn er kein Agar hat, ist eigentlich sehr geil. Also, wir einigen uns auf, dass ich nicht schuld bin. Ja, in keiner Weise. Da war natürlich nicht übelst scheiße am Ende oder so. In diesem Sinne, bis dahin. Macht es gut. Macht es besser als ich.